Unsere Suche nach den geheimen Depots der Regierungen hat uns auf eine weltweite Reise geführt. Wir waren in Montauk, New York, um Gerüchten auf den Grund zu gehen, ob es Experimente über Gedankenkontrolle und Zeitreisen in einem unterirdischen Militärstützpunkt gab. Und wir flogen über den Atlantik, um in den Tiefen des Vatikanischen Geheimarchivs uralte Geheimnisse zu lüften. Um unsere Nachforschungen zu vertiefen, begeben wir uns zum Kapitol in Washington, wo wir weiter nach Antworten suchen und Zutrittsgenehmigungen beantragen. Wir haben vor 4 Wochen den Antrag gestellt und immer noch keine Antwort bekommen. Wir würden gerne die Gelegenheit bekommen, das Gebäude zu besichtigen und... Vor Wochen haben wir die Air Force kontaktiert, um eine Drehgenehmigung für den Wright-Patterson-Stützpunkt in Ohio und für den wahrscheinlich am schärfsten bewachten Militärstützpunkt der USA, den legendären Area 51, zu erhalten. Sie erlauben dort niemandem den Zutritt? Nach vielen Anrufen bei diversen Regierungsbehörden fanden wir schließlich einen Repräsentanten der Air Force, der einverstanden war, unseren Antrag nochmals zu prüfen. Vielen Dank. Ich weiß es zu schätzen. Die Abneigung des Pentagons, uns Zutritt zu einem Militärstützpunkt zu gewähren, steigerte nur unsere Neugier. Werden dort etwa mehr als nur militärische Geheimnisse versteckt? Der Insider John Podesta sagt uns, dass die Idee eines zentralen Depots nur ein Mythos ist. Es gibt kein zentrales Depot. Die als geheim eingestuften Informationen sind im ganzen Land, auf der ganzen Welt verteilt. Gibt es Militärstützpunkte, die wir nicht kennen? Sind sie eventuell unterirdisch? Wenn wir sie nicht kennen, woher sollten wir dann davon wissen? Offizielle Stellen des Wright-Patterson-Stützpunkts lehnten unseren Antrag auf ein Interview ab. Aber wir konnten mit dem Kongressabgeordneten Michael Turner reden, der den Dayton, Ohio District repräsentiert, in dem der Stützpunkt liegt. Der Wright-Patterson Air Force Stützpunkt ist der größte Stützpunkt der Welt. Dort arbeiten mehr als 20.000 Menschen, die meisten in der Forschung und Entwicklung. Dort war man an der Entwicklung jeglicher Militärmaschinen beteiligt, von den Wright-Brüdern bis zum Stealth-Bomber. Turner bestätigt, dass die geheime Forschung, die dort stattfindet, diverse Theorien beflügelt hat, dass auf dem Stützpunkt außerirdische Technologie verwahrt wird. Der Stützpunkt ist über 3000 Hektar groß und dort stehen nur 10 Flugzeuge. Also wird dort viel geforscht und darüber wird viel spekuliert. Die Rolle des Wright-Patterson-Stützpunkts beim berüchtigten Roswell-Vorfall von 1947 hat für reichlich Spekulationen gesorgt. Die Regierung hat immerhin 4 verschiedene offizielle Erklärungen darüber abgegeben, was angeblich in der Wüste von New Mexico abgestürzt ist. Neben den Theorien gibt es auch einige unbestreitbare Fakten. Ein freigegebenes FBI-Memo, datiert auf den 8. Juli 1947, beschreibt die Wrackteile als Teile einer fliegenden Scheibe, die 2.500 Kilometer nach Wright-Patterson zur besonderen Untersuchung geflogen wurden. Nach dem Roswell-Vorfall wurde der Stützpunkt die Basis für das Blue Book Project, ein offizielles Regierungsprogramm zur Erforschung von UFOs. Natürlich gucken Menschen, die an UFOs interessiert sind, auf die Air Force, um mehr über Dinge zu wissen, die angeblich aufgetaucht sind, von denen manche meinen, sie sogar beweisen zu können. Die Air Force untersuchte mehr als 12.600 UFO-Sichtungen. 700 von ihnen konnten nicht erklärt werden, bis die Regierung das Projekt 1969 einstellte. Sieht man sich die augenblickliche offizielle UFO-Politik an, könnte man denken, dass sie alle nach Hause geflogen sind. Persönlich glaube ich, dass das Militär grundsätzlich den Faden verloren hat. Was wäre falsch daran, einen kleinen Teil der Steuergelder für die Suche nach irgendwelchen fremden Wesen zu investieren? Vielleicht finden wir ja was Interessantes. Jede Galaxie hat über 100 Milliarden Sterne. Diese Zahl lässt einem das Gehirn explodieren. Und man denkt immer noch, dass wir alleine sind? Ich glaube, so zu denken, ist regelrecht dumm. Die wirklich interessanten Fälle wurden nach oben weitergeleitet, zu jemandem, den wir nicht kennen. Der ehemalige Air Force Captain Robert Collins verbrachte 22 Jahre beim Militär, 6 davon auf Wright Pat. Ich hatte Zugang zu Top-Secret-Dokumenten. '98, ehrenhaft verabschiedet, möchte Collins jetzt erreichen, dass das Militär endlich die Geheimhaltung der UFO-Forschung aufgibt, die seiner Meinung nach seit Jahrzehnten auf Wright Pat praktiziert wird. Sie arbeiteten dort an allen möglichen Black Programs der Air Force mit, inklusive der supergeheimen Nachkonstruktionsprogramme von UFOs.
Es gibt Zeugen, die Collins' Behauptungen bestätigen und die auch Zugang zu den außerirdischen Beweisen auf dem Stützpunkt haben. Übereinstimmenden Berichten zufolge wurden Wrackteile aus Roswell ganz offiziell einer kleinen Eliteauswahl des Air War Colleges gezeigt, die dafür extra auf den Stützpunkt versetzt wurde. They were colonels, they were generals, they were schooled. Colonels und Generäle sind in Propaganda, in Spionage und im Wissen unbekannter Technologien geschult worden, um so die erforderlichen Manipulationen zu beherrschen, die für die Überseemissionen notwendig waren. Unter ihnen war auch Lieutenant Colonel Marion Magruder. Er sagte, dass sie die Kontrolle darüber haben wollen, was veröffentlicht werden soll, auch über Dinge, die schon längst geschehen waren. Er war Kampfpilot im Zweiten Weltkrieg. Magruder war unter seinem militärischen Decknamen Black Mac bekannt und er wusste, was militärische Operationen bedeuten. Aber diese Mission verlief anders. Sie war so geheim, dass er erst 50 Jahre später, kurz vor seinem Tod, seiner Familie davon erzählt hat. Er sagte, du sollst wissen, dass wir nicht alleine sind. Magruder sprach anschaulich über die schockierende Begegnung mit einem außerirdischen Wesen. Er empfand ein wenig Mitgefühl für ihn. Und er sagte, dass er eher menschlich war als außerirdisch. Er hatte einen größeren Kopf, größere Augen, lange schmale Arme und dünne kurze Beine. Und er machte auf meinen Vater den Eindruck, als sei er traurig. Magruder kämpfte innerlich mit dem, was er gesehen hatte, bis zu den letzten Tagen seines Lebens. Mein Vater sagte, wir haben ihn getötet, wegen der Experimente. Das hat ihn sehr mitgenommen. Und vielleicht waren es nicht nur die Erinnerungen, die ihn verfolgten. Da kamen Leute zu ihm und wollten mit ihm über die Sache reden. Und wer auch immer das war, ich weiß es nicht, war sehr daran interessiert, dass die Sache geheim blieb. Die Air Force verwies uns auf ein 1985 veröffentlichtes Dokument, in dem sie auf die hartnäckigen UFO-Gerüchte eingeht. Darin steht, weder gibt es noch gab es jemals irgendwelche außerirdischen Besucher, noch deren Technologie auf dem Wright-Patterson-Stützpunkt. Dennoch gibt es heute mehr Fragen denn je. Der Argwohn wächst durch die Aussagen ehemaliger Angestellter wie Robert Collins, die behaupten, dass unterirdische Anlagen vor der Öffentlichkeit versteckt werden. Wenn man nicht weiß, wo man suchen soll, wird man sie nie finden. Gleich Berichte über ein komplexes Labyrinth tief unterhalb von Wright Pat. Und einen angeblichen Beweis dafür, dass die Regierung uns die Existenz von außerirdischem Leben verheimlicht. Ich bin zu alt, um mir um meinen Ruf Sorgen zu machen. Und danach folgen Sie uns in die Wüste von Nevada zu einer beispiellosen Erkundung von Area 51. Wenn die Öffentlichkeit wüsste, was in Area 51 passiert, würde sie niederbrennen. All das, wenn es weitergeht mit den geheimen Depots der Regierungen. Wir kamen zum Wright-Patterson-Stützpunkt in Dayton, Ohio, um herauszufinden, was hier vielleicht versteckt wird. Ist dieser Stützpunkt der Ground Zero eine Regierungsverschwörung, um die Beweise für außerirdisches Leben zu verbergen? Viele UFO-Forscher glauben das. Sie haben die Beweise, sie haben die physischen Belege. Bis heute deutet alles auf den Wright-Patterson Air Force Stützpunkt hin. Übereinstimmend mit dem ehemaligen Air Force Captain Robert Collins zeigen uns diese Bauzeichnungen Eingänge zu einem mächtigen Komplex von Tunneln und Räumen, die sich unter dem Stützpunkt befinden. Das ist das Ergebnis von 25 Jahren Recherche und Informationen, die aus nicht genannten Quellen stammen. Collins beschreibt uns, was er unter der Oberfläche vermutet. All diese Tunnel und Räume sind komplett autark gegenüber dem Rest des Wright-Patterson Air Force Stützpunkts. 20 Meter unter der Erde befindet sich eine Kalksteinschicht, die noch einmal 3 bis 5 Meter dick ist. Also geht es dort bis zu 25 Meter tief in die Erde. Ich gehe davon aus, dass es ungefähr die Größe eines Footballfeldes hat, allein in der Länge. Dort gibt es 4 größere Höhlen. Sie sind ungefähr 30 mal 30 Meter groß. Sie haben Teppiche in den Tunnel und in die Räume gelegt und man kann sogar mit einem Pickup da langfahren. Musik
Collins sagt, dass nicht das unterirdische Gebäude als solches das Bemerkenswerteste ist, sondern das, was die Air Force darin versteckt hielt und immer noch versteckt hält. Die Sachen, die wir darin gelagert hatten, in diesen Höhlen, waren Körper, außerirdische Körper. All diese Tiefkühlanlagen mussten gewartet werden, damit diese Körper konserviert blieben. Außerdem gab es da noch Untersuchungstische und biologische Ausrüstungen. Die Air Force verweigerte uns ein Interview mit einem Repräsentanten des Stützpunkts. Aber der hiesige Kongressabgeordnete Michael Turner bestätigte uns, dass auf Wright Pad eine Menge geheimer Informationen lagern. Und das aus gutem Grund. Viele Dinge auf dem Wright-Patterson Air Force-Stützpunkt unterliegen der Geheimhaltung. Dort wird eine Menge militärische Forschung betrieben. Technologien, mit denen wir unseren Feinden in der Zukunft entgegentreten können. Ein Statement vom Stützpunkt, welches uns vorliegt, besagt, dass die virtuelle Entwicklung jedes neuen Air Force-Flugzeugs auf Wright Pad erfolgt ist. Sie sagten uns, dass sie aktuell ein besonderes Material entwickeln. Es könne sich selbst scannen und dann eventuelle Schäden selbst reparieren, also wenn zum Beispiel ein Vogelschwarm auf das Flugzeug trifft. Einer der wenigen Menschen, denen es erlaubt wurde, den Stützpunkt zu betreten, um die Legenden über die UFO-Forschung auf Wright Pad zu untersuchen, ist der Emmy-Preisträger und Journalist Carl Day. Eine der Antworten, die wir heute Abend suchen, ist, handelt es sich um Wahrheit oder Fiktion? Sie sagten, sehen Sie, ob Sie hier was finden. So erhielt ich eine Einladung für den Stützpunkt. Day, der die Berichte über unterirdische Höhlen kannte, fragte, ob er in das unterste Geschoss von Gebäude 620 dürfe. Die Tunnel, durch die wir gingen, waren nicht sehr groß. Wir mussten uns ducken, damit wir uns nicht den Kopf anstießen. Während Day keine geheimen Tunnel fand, entdeckte er doch etwas viel Schockierenderes. Einen kleinen Unterkiefer, von dem wir nicht wussten, zu welchem Wesen er gehörte. Im Laufe seiner Recherche traf sich Day mit einem Zahntechniker aus dem Veterans Affairs Hospital, 25 Kilometer von Wright Pad entfernt. Er sagte, dass er an einem fremdartigen Kieferabdruck gearbeitet hätte, der ihm vom Stützpunkt geliefert wurde. Zu jener Zeit hatte er große Angst, die Geschichte zu erzählen. Daher hat man weder seinen Namen veröffentlicht noch sein Gesicht gezeigt. Ich habe so etwas weder bei einem Menschen noch bei einem Tier gesehen. Heute, im Alter von 81 Jahren, spricht John Musgrove zum allerersten Mal öffentlich darüber. Ich habe zu viele Jahre geschwiegen und ich möchte, dass diese Sache jetzt an die Öffentlichkeit kommt. Ich glaube nicht, dass die Regierung jemals sagen wird, da draußen, da gibt es noch andere und sie besuchen uns. Musgrove sagt, dass im Oktober 1979 zwei Uniformierte, die er als Offiziere vom Wright Pad Stützpunkt erkannte, zum Krankenhaus kamen, um Meinungen von diversen Fachkräften einzuholen. Da war weder Blut noch Speichel, es war ein trockener Knochen. Und ich wusste sofort, dass ich etwas Ungewöhnliches in den Händen hielt. Ich dachte, mein Gott, was habe ich hier? Als Musgrove mit seinen Untersuchungen fertig war, sagte sein Chef zu ihm, dass er niemals über das, was er gesehen hat, reden dürfe. Er erhob seinen Arm mit dem Abdruck in der Hand und zeigte mir, dass er mich sonst genauso zerdrücken und in den Müll werfen würde. Und dann noch, vergiss, dass du das gesehen hast, dass du daran gearbeitet hast. Rede niemals darüber. Der Abdruck war zerstört, aber Musgrove holte die Teile aus dem Müll und fügte sie wieder zusammen, sodass er eine Kopie machen konnte. Davon überzeugt, dass der Unterkiefer von einem Skelett aus Wright Pad kam, gab er eine weitere Kopie davon Carl Day, um sie untersuchen zu lassen. Aber der Fall verlief im Sande, da niemand, der diesen Abdruck von Day zu sehen bekam, die Herkunft bestimmen konnte. Ich möchte nicht, dass dieses Teil abhanden kommt, also habe ich es sehr sicher verwahrt. And I've got the key. Day war einverstanden, für uns das Stück aus dem Safe zu holen. Zum ersten Mal überhaupt wird dieser Abdruck im Fernsehen gezeigt. Ich würde zu gerne wissen, ob es wirklich ein Unterkiefer eines Außerirdischen ist. Können Sie sich vorstellen, wie schmal der Kopf des Wesens sein müsste? 30 Jahre nachdem der Abdruck gemacht wurde, drängen sich die alten Fragen wieder auf. Ist das der Beweis, den wir alle suchen? Der Beweis, dass wir Besuch von Außerirdischen hatten? Es zeigt uns, dass es mehr als nur Menschen und Tiere gibt. Gleich lüftet dieser Unterkiefer das Geheimnis von außerirdischem Leben? Eine führende Zahnanthropologin schaltet sich ein. Das ist völlig anders. Genau. Aber begleiten Sie uns vorher in die Wüste Nevadas. Fragen Sie sich nicht, was da drin ist?
Wir überprüfen exklusives Filmmaterial, welches vielleicht enthüllt, was in dem am schärfsten bewachten Stützpunkt der USA vor sich geht. All das, wenn es weitergeht mit den geheimen Depots der Regierungen. Unsere globale Reise führt uns zu einem der mysteriösesten Militärstützpunkte auf der ganzen Welt, der legendären Area 51. Area 51 ist eine Black Facility. Eigentlich sollte niemand wissen, dass sie existiert. Er ist so schwer bewacht, dass man nicht einmal in die Nähe kommt. Niemand weiß, was die Regierung da drin macht. Die Verschwiegenheit der Regierung in Bezug auf Area 51 hat diesen Stützpunkt so berüchtigt gemacht, dass er immer wieder in Hollywood-Filmen auftaucht, zum Beispiel in Independence Day. In dem Film wird Area 51 als ein riesiges UFO-Forschungszentrum dargestellt, ausgestattet mit fliegenden Untertassen und mit Körpern von Außerirdischen. Nach wiederholten Anfragen nach einer Drehgenehmigung für Area 51 wurden wir abgewiesen. Und wieso wurde er abgelehnt? Die Air Force veröffentlichte ein Statement, in dem steht, dass auf dem Stützpunkt kritische Operationen getestet werden, die für die Effektivität des US-Militärs und die Sicherheit der Vereinigten Staaten unerlässlich sind und dass bestimmte Aktivitäten und Operationen in der Vergangenheit und der Gegenwart der Geheimhaltung unterliegen und nicht darüber berichtet werden darf. Unbeirrt davon machen wir uns auf den Weg, um so viel wie möglich herauszufinden, ohne dabei die Gesetze zu brechen. Ich fahre jetzt durch die Wüste Nevadas. Ein paar Stunden nördlich von Las Vegas befindet sich die legendäre Area 51. Ein Platz, wo sich vermutlich die größten militärischen Geheimnisse des Landes befinden. Was aber genau dort vorgeht, bleibt bis heute eine Quelle von Spekulationen. Als Touristenattraktion gibt es überall Projekte zu besichtigen, die sich mit den Außerirdischen beschäftigen. Man hört auch von Depots, die tief in den Bergen verborgen sein sollen. In dieser Gegend bewegt sich immer wieder die Erde. Manche Wissenschaftler sind überzeugt, dass dort außerirdische Flugmaschinen nachgebaut werden. Sie sind uns in der Technologie Hunderttausende von Jahren voraus. Und das Unglaublichste von allem, auf diesem Stützpunkt liegen vielleicht Beweise für außerirdisches Leben. Alle Gerüchte, die wir bei unseren Nachforschungen gehört haben, führen uns hierher. Area 51 war von Beginn an mit dem Schleier des Geheimnisvollen verhüllt, gegründet im Jahre 1952 als getarntes Testgelände für das Spionageflugzeug U-2, war der Zweck immer, militärische Geheimnisse zu verbergen. Dieser Platz ist besetzt von Geheimnissen und Geheimhaltung wurde zu seiner Mission. Die abgelegene Lage in der Wüste, als Region 51 in den Karten der 50er verzeichnet, schien der geeignete Ort für solch eine geheime Anlage zu sein. Aber als der Stützpunkt wuchs und die Aktivitäten zunahmen, drangen die ersten Informationen nach außen. Das Spionageflugzeug U-2, das SR-71-Aufklärungsflugzeug, die diversen Stealth-Flieger, alle wurden sie hier getestet. Alles, was wir vom Boden aus erkennen können, belegt, dass es sich hier um ein Testgelände für Flugzeuge handelt. Trotz dieser vielen Air Force-Operationen hat die Regierung lange Zeit die Existenz der Area 51 dementiert. Fast 40 Jahre lang. Der Forscher und Fremdenführer Glenn Campbell beschäftigt sich schon seit den frühen 90ern mit Area 51. Man fuhr die Straße entlang und sah den geheimen Stützpunkt, von dem die Regierung nichts wusste. Wir treffen uns gleich mit Glenn Campbell. Ich kenne ihn seit 16 Jahren. Damals trafen wir uns hier und suchten nach Antworten. In dieser Reportage aus dem Jahre 1994 sind wir einfach auf einen nahegelegenen Hügel gefahren, von wo aus man sämtliche Gebäude erkennen konnte. Es ist völlig unauffällig. Heute kontrolliert das Militär ein wesentlich größeres Gelände rund um den Stützpunkt, so dass es schwieriger geworden ist, einen guten Blick darauf zu bekommen. Was werden wir heute sehen? Vom Boden aus nicht sehr viel. Du hast uns ein paar Satellitenfotos mitgebracht. Ja, die Fotos sind heute viel besser als früher. Manche Fotos sind unglaublich scharf. Sieh dir das an, schärfer geht's kaum noch. Die Sicherheitsmaßnahmen sind wirklich unglaublich. Das schürt natürlich die konspirativen Theorien. Die Sicherheitsmaßnahmen sind krass. Sieh dich um, hier kann man prima etwas verstecken. Hier kann man verdammt gut etwas verstecken.
Area 51 machte zum ersten Mal in den späten 80ern Schlagzeilen, als der Physiker Bob Lazar eine brisante Behauptung aufstellte. Er sagte, dass er an einem Top-Secret-Projekt gearbeitet hätte, mit dem Ziel, an einem geheimen Ort in der Nähe des Stützpunkts ein außerirdisches Flugobjekt nachzubauen. Er sagte, ich war da drin, ich habe es angefasst, es ist real, sowas können wir nicht bauen. Bob Lazar erteilte unserem Interviewwunsch eine Absage, aber er verwies uns auf seinen Freund John Lear, einen ehemaligen Piloten, der auch Missionen für die CIA geflogen ist. Ich habe Area 51 öffentlich gemacht. Lear sagt, dass er Lazar gedrängt hätte, ein Interview zu geben, in dem enthüllt wird, dass die Regierung über außerirdische Technologien verfügt. Er sagte, okay, solange ich nicht gezeigt werde. Das Interview fand in Lears Haus statt und er zeigt uns die Aufnahme in diesem exklusiven Video. Das ist Bob und das seine Frau. In dem Interview behauptet Lazar, dass er in einem geheimen Gebäude mit dem Namen S4 an einer fliegenden Untertasse gebaut hätte. Das getarnte Gebäude soll sich in den Bergen südlich von der Area 51 befinden. John Lear beschreibt uns S4, wie es ihm von Lazar beschrieben wurde. S4 ist eine unterirdische Basis. Sie sieht aus wie ein Abhang in den Bergen. Aber es gibt dort Hangartüren. Diese Türen können hochgefahren werden, sodass es aussehe, als würden Teile des Berges hochfahren. Dort gäbe es ein Labor und noch weitere Hangars. Insgesamt 9 Hangars und in jedem steht eine fliegende Untertasse und keine gleich der anderen. Wenn die Behauptungen von fliegenden Untertassen und deren Nachbauten wahr sind, könnte dann die Regierung Area 51 als ein Depot für außerirdische Technologien benutzen? Unabhängig davon, welche Art von Geheimnissen das Militär verbirgt, klar ist, dass Besucher nicht willkommen sind. Weiter dürfen wir nicht. Hier gibt es keinen Zaun, nur 2 Schilder. Auf den ersten Blick ist die Sicherheit des Stützpunkts nicht sehr beeindruckend. Aber schon bald bekommt man einen Einblick in die vielschichtigen Sicherheitsmaßnahmen. Da oben ist ein Stativ. Beobachten die uns? Sie haben da oben Kameras. Sie sehen uns, die ganze Straße. Hier kann man nicht heimlich durchrutschen. Die Jungs in dem Pickup übersieht man nicht. Die stehen hier 24 Stunden am Tag. Bodensensoren, ferngesteuerte Kameras, 24 Stunden am Tag ein privater Sicherheitsdienst und die Wüste selbst sind der beste Schutz für Area 51. Als wir herfuhren, habe ich einen 5 Meter hohen Stacheldrahtzaun erwartet, aber hier stehen nur diese orangefarbenen Stangen. In Nevada braucht man nur solche Stangen, um eine Grenzlinie zu ziehen. Zwischen hier und dem Stützpunkt liegen noch über 20 Kilometer Wüste. Das sind die typischen Schilder. Zutritt verboten, Schusswaffengebrauch. Wir sind also nur einen Meter davon entfernt, erschossen zu werden. Fragst du dich nicht, was da Geheimes drin ist, wenn man dafür sogar getötet werden kann? Kann es sein, dass sich Außerirdische in der Area 51 aufhalten? Wir zeigen Ihnen zum allerersten Mal im Fernsehen ein Video, das angeblich einen lebenden Außerirdischen auf dem Stützpunkt zeigt. Er wird offenbar von Mitarbeitern des Militärs durch eine Glasscheibe beobachtet. Der Besitzer des Bandes möchte Victor genannt werden. Er will unerkannt bleiben, da er Angst vor Vergeltung hat. Victor sagt, dass das Video rausgeschmuggelt wurde, als man es von einer analogen in eine digitale Version gewandelt hat. 1996 gab er ein Interview und sprach mit verstellter Stimme über diese Bilder. Etwa 2-mal im Monat gab es ein Treffen, das jeweils 3 bis 5 Stunden gedauert hat. Victor behauptet, dass der Außerirdische 1989 auf der Erde landete und mit ihm regelmäßig Interviews geführt wurden. Er sagt, dass in dieser Sitzung der Außerirdische bekümmert wirkte. Er sucht nach Blutungen in den Augen- und Nasenhöhlen. Victor glaubt, dass der Außerirdische Mitte der 90er gestorben ist. Wir haben keine Möglichkeit festzustellen, ob das Video authentisch ist, aber wir brachten es zu einem Special Effects Experten in Los Angeles, um es dort prüfen zu lassen. In der Zwischenzeit erklimmen wir einen Hügel auf der Suche nach irgendwelchen Vorkommnissen innerhalb der Sicherheitszone.
Wir müssen hinter den orangefarbenen Stangen bleiben. Wir wissen, dass sie rechts von uns sind. Das Tageslicht schwindet und wir haben nur die orangefarbenen Stangen, an denen wir uns orientieren können. Ein falscher Schritt über die unsichtbare Grenze könnte eine Verhaftung nach sich ziehen. Ich sehe ein Gebäude da hinten. Was ist das? Das ist die Wachstation. Wenn man die Straße weiter entlang fährt, die Warnschilder ignoriert und bis zum Wachhaus kommt, wird man sofort verhaftet. Wir kletterten noch weiter rauf, bis es nicht mehr weiterging. Höher geht's nicht mehr. Wir haben wohl das Ende der Reise erreicht, weil der Wachschutz schon da ist. Ein zweites Sicherheitsteam beobachtet uns. Hier ist die Grenze. Die einzige Option ist es, am Tage aus der Luft zu versuchen. Vielleicht bekomme ich einen flüchtigen Blick auf die Area 51. Aber dafür brauchen wir Tageslicht und einen Hubschrauber. Gleich begleiten Sie uns in den Himmel über die Wüste von Nevada. Wir bringen Sie so nah wie möglich an den geheimnisvollsten militärischen Stützpunkt des Landes. Sie wissen, wo wir sind und wer wir sind. Ist Area 51 ein geheimes Zentrum für außerirdisches Leben? Oder verbergen sich auf dem Stützpunkt ganz irdische Geheimnisse, die noch viel verstörender sind? Finden Sie heraus, was die Menschen alles anstellen. Das ist erschreckend genug. All das, wenn es weitergeht mit den geheimen Depots der Regierungen. Die einzigen Menschen, die wissen, was sich innerhalb der Area 51 abspielt, sind die Angestellten. Und deren Identitäten runter bis zum Reinigungspersonal sind streng geheim. Dieser weiße Bus mit verdunkelten Scheiben sammelt die Angestellten aus der näheren Umgebung ein, um sie zur Area 51 zu bringen. Andere Mitarbeiter werden eingeflogen, mit einem speziellen unmarkierten Shuttle-Flugzeug. Sie fliegen jeden Morgen mit einer privaten Airline aus Las Vegas zu Area 51. Auf diesem Überwachungsvideo sieht man, wie Mitarbeiter in einer privaten Boeing 737 von der Area 51 zurückkommen. Diese Flieger haben keine Firmenlogos, nur diesen roten Streifen. Wer für den Stützpunkt arbeitet, weiß auch, dass er ein verdecktes Leben führen muss. Niemand darf sagen, dass er dort arbeitet. Jonathan Turley, ein Anwalt in Sachen nationale Sicherheit, lernte Area 51 zum ersten Mal 1994 kennen, als er von Angestellten, die ernsthaft erkrankt waren, engagiert wurde. Sie waren kurz davor zu sterben. Und sie durften weder mit einem Anwalt noch mit einem Arzt reden. Obwohl sie sich alle der Geheimhaltung verpflichtet hatten, erzählten manche Mitarbeiter Turley, dass sie auf dem Stützpunkt giftigen Materialien ausgesetzt waren. Einer von ihnen war der Schlosser Robert Frost. Er konnte den Ärzten nicht sagen, woran er arbeitete. Sie hätten ihn dafür ins Gefängnis stecken können. 1994 führte ich dieses Interview mit Frosts Witwe Helen. Sie erzählte mir, wie ihr Mann zum ersten Mal mit Symptomen nach Hause kam. Er stand in der Tür und schrie. Sein Gesicht war knallrot und die Gesichtshaut pellte sich ab. Turley strengte eine Klage an. Er beschuldigte das Militär, dass sie die Mitarbeiter der Area 51 vergiftet hätten, indem sie sie grob fahrlässig und rücksichtslos mit Giftmüll in Kontakt haben kommen lassen. Sie haben eine footballplatzgroße Grube ausgehoben. Dann befüllten sie sie jede Woche mit schwergiftigen Abfällen. Zuletzt schütteten sie Kerosin darüber und zündeten es an. Während der Stützpunkt im Geheimen arbeitete, ließen sich laut Turley die Folgen bei manchen Arbeitern nur schwer verheimlichen. Viele von ihnen entwickelten so etwas wie eine Fischhaut auf ihren Körpern. Das Foto wurde 1989 gemacht, kurz bevor er gekündigt hatte. Da bekam er diese riesigen Geschwüre überall auf dem Körper. Turleys Klienten wollten erfahren, welchen Stoffen sie ausgesetzt waren. Aber diese Informationen per Klage zu erhalten, hatte kafkaeske Züge, da die Regierung bis dahin immer noch die Existenz von Area 51 dementierte. Irgendwann sagte ich zu dem Richter, Euer Ehren, ich kann Sie dorthin bringen. Sie können es sehen. Wie kann es dann vor dem Gesetz nicht existieren? Erst als Turley in den Besitz von Satellitenfotos kam, war die Regierung gezwungen, gewisse Operationen in der Gegend zu bestätigen. Sie glaubten, dass sie sich in einem besonderen Raum befänden, wo die Justiz keinen Zugriff auf sie hätte. Also, dass man jemanden töten könne, ohne sich dafür verantwortlich zeigen zu müssen.
Schließlich vertrat Turley die Klage im Namen einiger kranker Arbeiter. Der Rechtsstreit zog sich über 9 Jahre und einige seiner Klienten starben währenddessen. Die Klagen waren erfolgreich. Die Regierung wurde zu Umweltverträglichkeitsprüfungen auf dem Stützpunkt verurteilt. Und als weiteres Resultat ließ das Gericht eine einzige Klage zu. Die anderen wurden mit Verweis auf die nationale Sicherheit abgewiesen. Am Ende bekamen Turleys Klienten trotzdem keine Antworten. Und die Offenlegung der vom Gericht angeordneten Inspektionen wurde durch eine Präsidentenverfügung gestoppt. Sie wurden also der Öffentlichkeit vorenthalten und werden es bis heute. Das ist ein Versäumnis von größter Tragweite. Und dieser Befehl kam nicht vom Air Force Kommando, sondern direkt vom Präsidenten. Das waren Amerikaner und sie hätten von der eigenen Regierung geschützt werden müssen. Turley sagt, dass die ganzen Geschichten über Außerirdische dem Stützpunkt und dem Militär geholfen haben, eine Nebelwand aufzubauen. Wenn jeder sich auf die galaktische Komponente konzentriert, wen interessieren da noch irdische Verbrechen? Und die Regierung hat nie ernsthaft etwas gegen diese Gerüchte über Außerirdische unternommen, da sie so ihre Verbrechen verschleiern konnte. Und so ist das öffentliche Interesse an Area 51 und den Außerirdischen bis heute wach geblieben. Touristen kommen von überall her, um einen flüchtigen Blick auf das Gelände zu werfen. Da sind all die Kameras, die Schilder und die Kerle in den Trucks. Und man fragt sich, okay, was ist es, was wir hier nicht sehen sollen? Was versteckt ihr dahinter? Großflächige Erweiterungen des Geländes in den 1980ern und 90ern haben dazu geführt, dass es heutzutage aus so gut wie keinem Blickwinkel mehr möglich ist, freie Sicht auf die Gebäude zu bekommen. Also brüteten wir einen anderen Plan aus. Vom Boden konnten wir nichts mehr sehen, also haben wir einen Helikopter gemietet. Damit werden wir an den Rand des Sperrgebiets fliegen und sehen, was wir zu sehen bekommen. Der Himmel ist auch im Fokus des Forschers Glenn Campbell. Er versucht, Aktivitäten in dem gesperrten Luftraum über dem Stützpunkt mit seinen hochentwickelten Überwachungskameras festzuhalten. 3 Kameras nehmen ca. 72 Stunden lang auf. Diese 3 Spezialkameras nehmen kontinuierlich auf und fangen alles Ungewöhnliche in der Luft ein. Tag und Nacht. Eine Kamera installieren wir hier und die andere dort drüben. Solange wir auf die Auswertung warten, mache ich mich auf, um meine eigenen Beobachtungen aus der Luft zu machen. Nach einigen Telefonaten hatte ich endlich einen Piloten gefunden, der bereit war, mich ans Sperrgebiet zu fliegen. Sie sagen uns nicht, wieso das hier Sperrgebiet ist. Wie nah kommen wir ran? Man empfiehlt, dass man sich nicht näher als 3 Kilometer heranwagen sollte. Sagen Sie denen, was wir vorhaben? Nein, wir sagen, wir wollen uns irgendetwas anderes ansehen, bis sie uns direkt fragen. Identifizieren Sie sich bitte. Hier ist Helikopter 966. Sie wissen, wo wir sind und wer wir sind. Korrekt. Wir hörten den Funk zwischen dem Kontrollcenter und den in der Luft befindlichen, nicht identifizierbaren Militärjets ab. Janet an 67 Nellis, Kontakt erwartet in 15000. Die Flugkontrolle spricht mit einem anderen Flugzeug, vielleicht eine Pendlermaschine. Als wir über den höchsten Hügel flogen, bekamen wir Area 51 zu sehen. Ich kann sie jetzt sehen. Wir sind jetzt etwa 15 Kilometer von der Grenze entfernt. Aber so wie der Stützpunkt in Sicht war, kam auch schon die erste Warnung über Funk rein. Helikopter 966, ist Ihnen bewusst, dass Sie sich dem Sperrgebiet nähern? Ja, und wir werden auch nicht näher heranfliegen. Natürlich werden wir hier, genauso wie am Boden, streng observiert. Wir sind so nah an Area 51 dran, wie es erlaubt ist. Es ist sogar verboten, unsere Kameras in Richtung des Stützpunktes zu halten. Wir fliegen in einer Höhe von knapp 2600 Metern und es ist ein wunderschöner, klarer Tag. Wir haben den besten Blick, den man auf Area 51 von außerhalb des Sperrgebiets haben kann. Ich werde Ihnen jetzt sagen, was ich durch das Fernglas sehe. Dort sind 2 sehr, sehr große Gebäude mit Aluminiumdach, auf denen sich die Sonne spiegelt. Ich kann nur vermuten, dass es sich um Hangars handelt. Dann gibt es dort noch einige Flachbauten, alle entlang eines ausgetrockneten Sees.
Und schließlich ist da noch diese sehr, sehr lange Rollbahn. Unsere Nachforschungen haben so viel sichtbare Beweise ergeben, wie man am Boden und in der Luft legal bekommen kann. Ich denke, wir sind entspannter, wenn wir die Gegend wieder verlassen. Mit Sicherheit. Und wir haben gelernt, dass die Regierung entschlossen ist, alles zu tun, damit das, was sie auf dem legendären Stützpunkt versteckt hält, auch geheim bleibt. Als die Überwachungskameras 72 Stunden im Einsatz waren, fingen sie irgendwelche Anomalien auf. Ein gespenstischer Wüstensturm zog über die Region und in der Nacht konnte man am Horizont ein helles, leuchtendes Licht sehen. Und dann entdeckten wir diese leuchtende Scheibe am Rand des Bildschirms. Bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass das erste Licht ein Auto war, das die Straße entlang fuhr. Aber die Scheibe ließ sich nicht erklären. Campbell sagt, dass es der Mond gewesen sein könnte. Wenn man sich nachts in der Wüste den Himmel anguckt, dann sieht man mehr Sterne als an jedem anderen Platz auf der Erde. Und wenn man sich diese Millionen von Punkten betrachtet, kann man doch nicht glauben, dass man im Universum alleine ist. Unsere Suche nach geheimen Depots der Regierung gipfelt in den Analysen der potenziellen entscheidenden Beweise, die wir entdeckt haben. Beweist das Video von dem angeblichen Interview mit einem Außerirdischen auf Area 51 wirklich, dass es Leben außerhalb unseres Planeten gibt? Und könnte es sein, dass dieser Unterkiefer, der vielleicht über Jahrzehnte auf dem Wright-Patch-Stützpunkt versteckt gehalten wurde, die Existenz von Außerirdischen beweist? All diese Möglichkeiten untersuchen wir mit Experten, angefangen bei einem der gefragtesten Künstler zur Herstellung von Kreaturen in Hollywood. Ich versuche, den Tod darzustellen, den weder ich noch irgendwer anders genau kennt. Kevin Yeager designt schon sein ganzes Leben Kreaturen, außerirdische wie menschliche. Er wirkte bei den Filmen Chucky, die Mörderpuppe und bei Freddy Kruegers Nightmare on Elm Street mit. Yeager hat eine 25-jährige Berufserfahrung in der Herstellung von Puppen. Er war für uns bereit, das Video zu analysieren. Das Erste, was ich sehe, ist ein Außerirdischer, der offensichtlich lebendig ist. Betrachtet man ihn näher, erkennt man einen kleinen, schmalen Mund, der sehr natürliche Bewegungen macht. Er hat große, rehartige Augen und einen großen Kopf. Und er bewegt sich auf eine bedauernswerte Weise. Man will ihn regelrecht beschützen und schon ist man mit dem Herzen dabei. Gerade als Yeager Empathie mit dem Außerirdischen zeigt, fallen ihm fragwürdige Bewegungen auf. Er macht schnelle, holprige Bewegungen. Sehen Sie das? Wie der Kopf hin und her springt und wie sich die Schultern mitbewegen. Ein verräterisches Zeichen, dass es eine Puppe sein könnte, sagt er. Es ist die Kopfbewegung, die Yeager misstrauisch macht. Und er will es uns an dieser speziellen Puppe erklären. Wenn man sie langsam bewegt, dann sind keine holprigen Bewegungen zu sehen. Aber dann kam er auf einmal in diesen müden oder kranken Zustand und bewegt sich ungefähr so hin und her. Und da kommen diese Zuckungen wieder zum Vorschein. Aber wir reden hier von einer Lebensform, die natürlich niemand von uns kennt. Daher gibt Yeager zu, dass alles möglich ist. Vielleicht ist es unsere Atmosphäre oder der Druck, mit dem er nicht klarkommt. Oder er zuckt wegen der Schwerkraft. Trotzdem sagt Yeager, dass sich gut jemand hinter der Kreatur versteckt haben könnte. Das Video ist sehr dunkel und dann sitzt der Außerirdische auch noch hinter einem Tisch. Ich finde, es ist unklar, ob sich dahinter ein Puppenspieler verbirgt. Yeager glaubt, dass das Video und somit auch der Außerirdische ein Schwindel sind. Aber er sagt auch, dass es gut gemacht ist. Es gibt einige sehr organische Elemente darin und man könnte es leicht für echt halten. Solche Schwindel sind kontraproduktiv, wenn man die Wahrheit herausfinden will. Mit diesem Gedanken fliegen wir weiter nach New York City, wo wir uns mit der Zahnanthropologin Shara Bailey von der New York University treffen. Sie hat sich mit dem Unterkiefer befasst, den wir während unserer Nachforschungen über den Wright-Patch-Stützpunkt erhalten haben. Als Erstes ist mir die Kieferform aufgefallen, weil er vorne sehr schmal ist und sich nach hinten hin plötzlich stark weitet. Das ist sehr ungewöhnlich für einen Primaten. Sie meinen diese Kurve? Es hat fast eine S-Form. Und unsere Kiefer haben so etwas nicht. Dr. Bailey hat 2000 Kieferabdrücke von Primaten im Archiv, eine der größten Sammlungen des Landes, und sie hat den Kiefer mit jedem einzelnen verglichen. Können Sie sagen, dass dieser Kiefer nicht von einem Primaten stammt? Ja, das kann ich. Das stammt nicht von einem Primaten. Bailey kann diesen Unterkiefer mit nichts, was sie je gesehen hat, in Verbindung bringen. Trotzdem bringt ihre Untersuchung neue Erkenntnisse an den Tag. Der Abdruck ist von einem Skelett gemacht worden. Von einem lebendigen Wesen. Weil wir den Gaumen sehen können? Ja, man kann da den Gaumen erkennen.
Die Kreatur hat erst nach ihrem Tod die Zähne verloren. Hier sind auch noch Krypten. Daran erkennt man, wo die Zähne wahrscheinlich waren. Die restlichen Zähne zeigen uns, dass es ein Allesfresser war. Es hat sowohl Fleisch als auch Pflanzen gefressen. Und von der Dimension des Kiefers lassen sich Rückschlüsse auf die Körpergröße ziehen. Das ist ein Makake. Sein Kiefer ist ungefähr genauso groß. Und was immer diese Kreatur war, es hatte ungefähr die Größe eines kleinen Hundes. Und der Schädel wäre auch gleich groß? Ja, Kiefer- und Schädelknochen korrelieren miteinander. Der Abdruck zeigt aber Charakteristika, die Bailey seltsam findet. Unter anderem Anzeichen, dass etwas mit einem Werkzeug abgekratzt wurde. Es wurde definitiv modifiziert. Und ob es echt ist oder nicht, ist wirklich sehr schwer zu sagen. Die menschliche Anordnung der Zähne widerspricht der Auffassung, dass der Abdruck von einem außerirdischen Skelett stammt. Wenn es von einem Außerirdischen ist, hätte es auch eine komplett andere Evolutionsgeschichte. Wieso hat es dann die gleiche Anordnung mit der gleichen Anzahl von Zähnen wie ein menschliches Gebiss? Das ist doch merkwürdig. Wenn es wirklich von einem anderen Planeten käme, wie würden Sie das beweisen wollen? Ich kann es nur mit anderen lebendigen Wesen von diesem Planeten vergleichen. Dieser Kiefer ist sicher von keinem Lebewesen dieser Erde. Dieses angeblich außerirdische Artefakt aus dem größten Air Force-Stützpunkt des Landes ist vielleicht nur die Spitze des Eisberges der Informationen, die uns die Regierung vorenthält. Könnte das eines der Dinge sein, die in den geheimen Depots der Regierungen auf der ganzen Welt aufbewahrt werden? Letztendlich können wir nicht mit Sicherheit sagen, was sich unter der Erde oder hinter den verschlossenen Türen abspielt. Aber wir wissen, dass es Informationen gibt, die die Mächtigen nicht der Öffentlichkeit preisgeben wollen. Doch unsere Gesellschaft hat das Recht und die Verantwortung, nachzuforschen und herauszufinden, was sie vor uns verbergen wollen und wieso.